Dionysis Renas, die rechtsextremistische Partei Chrysiavi befindet sich seit ihrem Einzug ins griechische Parlament weiterhin auf dem Vormarsch und ist in Umfragen inzwischen die drittstärkste politische Kraft in Griechenland. Wofür steht die Chrysiavi? Was ist ihre politische Agenda? Also Chrysiavi ist hauptsächlich eine Organisation mit militärischen Strukturen. Also sie haben einen Chef und sie haben eine sehr strenge Hierarchie. Und also ideologisch sind sie eine komische Mischung von Ideologien. Es gibt auch so mystizistischen Ideologien. Es gibt auch Leute, die die alten griechischen Götter als Religion haben. Und dann so ihre Ideologie ist meines Erachtens so hauptsächlich Nationalsozialismus. So ist eine narzisstische Gruppe. Ihre Agenda in Griechenland ist hauptsächlich zwei Sachen. Erstens ist die Migranten. Sie sind besonders migrantenfeindlich. Sie sind der Meinung, dass die Migranten die Ursprung aller Probleme in Griechenland ist. Sie wollen auch, dass diese Leute keinen Kontakt mit den Griechen, mit der griechischen Rasse haben. Sie wollen, dass alle diese Migranten aus von Griechenland gehen. Und sie versuchen das auch mit gewalttätigen Mitteln. Auch Legislation haben sie so vorgeschlagen und viele, alle möglichen Mittel, um dieses Ergebnis zu schaffen. Ansonsten attackieren sie das griechische politische System, was zurzeit so zusammenbricht. Sie sprechen gegen die Korruption in Griechenland, gegen die Politiker, die so korrupt und unfähig sind. Und das ist auch sehr beliebt zwischen Leute in Griechenland. Damit käme ich zu meiner nächsten Frage. Was macht diese Partei so erfolgreich in Griechenland? Na, diese zwei Themen, so Migranten und das politische System, sind sehr wichtig für ihre so politische Rhetorik. Ansonsten glaube ich, dass Chrysiavi übermittelt ein Gefühl von Macht. So die Leute wegen der Troika, wegen der ganzen Situation in Griechenland, die Krise und das paar Maßnahmen, sie fühlen sich ohnmächtig. So, dass sie keine Macht haben, um was dagegen zu unternehmen. Dass sie einfach alle Diktaten von draußen umsetzen müssen. Und genau dort, wo das politische System keine Alternative zu bieten scheint, kommt die Chrysiavi mit einem komischen, so körperlichen Machtgefühl. Das, so mit all diese, das machen sogar Kampfkünste und sie sind sehr gewalttätig gegen Migranten, anderen Menschen. So alle diese dynamische Rhetorik übermittelt ein Gefühl von Macht und das überzeugt manche Leute, dass sie endlich was unternehmen können gegen das ganze System. Ansonsten ist diese Struktur, diese militärische Struktur, ist vielleicht attraktiv für manche Leute, die eine Familie sozusagen suchen, so irgendwo, wo sie gehören können. Und das funktioniert auch für manche Leute, besonders für die Leute so mit sehr großen finanziellen Problemen oder auch persönliche Probleme und solche Sachen. Die Chrysiavi macht immer wieder mit gewalttätigen Aktionen auf sich aufmerksam. Wie reagiert die Partei und ihre Anhänger auf der Straße? Na, einerseits machen sie viel so direkte Aktionen sozusagen. Sie organisieren sie patrouillieren die Straßen für Migranten und dann greifen sie Migranten an. Sie sind sehr gewalttätig, sie haben sogar bis jetzt auch Leute getötet. Manche sind festgenommen, manche so Anhänger von der Chrysiavi sind festgenommen und sie müssen ins Gericht wegen Mordverdacht. Und sie haben viele Leute ins Krankenhaus geschickt. Ansonsten machen sie auch viel Propaganda. Sie benutzen alle möglichen Lügen, um Leute zu überzeugen. Sie gehen in die Schulen. Sie versuchen so Jugendliche zu überzeugen. Sie sind besonders attraktiv bei Schülern und Jugendlichen.
weil sie genau dieses, so, diese Struktur haben, dieses Stärkegefühl vermitteln, mhm. übermitteln. Und ja, ich glaube, dass das funktioniert, besonders in Gegenden, wo es viel Armut gibt und vielleicht auch Probleme mit Migranten. Es gibt Gegenden in Athen, so Nachbarschaften in Athen, wo die Situation sehr explosiv mit Migranten ist. Und dort gibt es viele Leute, die bereit sind, diese Propaganda von der CIA zu akzeptieren. Es gibt sogar Parlamentarier der Partei, die ins Gericht gehen müssen, weil sie gewalttätig waren. Sie gehen ins so diese Fliehmärkte und überprüfen die Genehmigungen der Migranten, ob sie dort berechtigt sind, Sachen zu verkaufen. Und wenn sie keine Genehmigung haben, dann zerstören sie alle die Sachen von der Migranten. So, sie machen solche Sachen. Diese direkte Aktion, sie versuchen selbst ein komisches Gesetz umzusetzen, ihr eigenes Gesetz umzusetzen. Erfüllt die Chrysiavie eine bestimmte Rolle oder Funktion in der griechischen Politik? Inwieweit spielt die Regierungskoalition den Faschisten in die Hände und umgekehrt? Indem die Chrysiavie besonders feindlich, wenigstens ihre Rhetorik, besonders feindlich gegen das politische System ist, ist auch so die Regierungskoalition sieht auch die Chrysiavie als was Negatives, so als ein Problem. Ich glaube, sie mögen einander nicht. Aber auf der anderen Seite spielt sehr oft die Regierungskoalition die Nazis gegen die Linken. So, sie versuchen beide Gruppen als Extreme zu präsentieren, damit sie dann als die einzige Alternative, die einzige Lösung für das Problem Griechenlands sind. Gleichzeitig so kopiert, übernimmt die Regierungskoalition die Agenda der Nazis. So, sie machen auch viele Kontrolle und haben die Legislation für die Migranten verschärft. Und auch die Polizei ist sehr feindlich gegenüber Migranten. Das ist teilweise so politisch diktiert von oben, aber teilweise hat es auch damit zu tun, dass die Polizisten selbst, ein Teil der Polizei wenigstens, besonders die in der Straßen, in den Straßen arbeiten, sehr sympathisch gegenüber Chrysiavie sind. So, sie finden die Ideologie von Chrysiavie als gut, so positiv, bewerten sie positiv und sind sogar viele von den Polizisten Anhänger der Chrysiavie geworden. Die Regierung kann jetzt nicht viel dagegen tun, weil sie die Polizei brauchen. Es gibt jetzt viel los, es passiert viel in Griechenland und die Regierung braucht die Polizei, um die Ruhe zu bewahren. Deswegen möchten sie nicht viel gegen die Welle von Nazis innerhalb der Polizei unternehmen. Chrysiavie streckt ihre Fühler auch ins Ausland. Unter Protest eröffneten sie vergangenen Herbst eine Niederlassung in New York. Entsprechende Aktivitäten gab es auch in Italien, in Kanada und in Australien. Nun sollen sie Medienberichten zufolge in Nürnberg eine Zelle, die erste in Deutschland, gründen. Was hat die Chrysiavie in Nürnberg vor? Ja, es ist besonders merkwürdig, dass die Chrysiavie so in Deutschland zunächst in Nürnberg eine Zelle gegründet hat. Wir wissen alle, was Nürnberg für Deutschland bedeutet. Das war die ehemalige Stadt der Reichsparteitag. Und so allerdings, bis jetzt haben wir keine so besondere Tätigkeit, echte Tätigkeit dort gesehen. Sie haben eine Internetseite gestellt. Sie haben Links und schreiben Artikel über alles, was in Griechenland passiert, aber wir haben so keine Berichte über tatsächliche Aktionen in Nürnberg. Das hat uns aber nicht verhindert, um was dagegen zu unternehmen. So, die hellenische Gemeinde zu Berlin hat Initiative ergriffen und wir haben einen Protestaufruf so geschrieben, eine Erklärung gegen Chrysiavie geschrieben. Und das haben viele Gemeinden in Deutschland, viele griechische Gemeinden in Deutschland unterschrieben, sogar so die Föderation
der griechischen Gemeinde hat das unterstützt. Also die Griechen in Deutschland, selbstverständlich gibt es auch Leute, die vielleicht so die Christiavi unterstützen. Das Argument, dass ein Migrant, der auch viel in diesem Land, vieles in diesem Land ertragen musste, nicht so von rassistischen Ideologien geprägt sein kann, das funktioniert nicht bei allen, so komischerweise. Aber wir glauben, dass die Leute in Deutschland, die die CRV unterstützen, sehr wenig sind und hauptsächlich die Migranten sehr negativ gegen die CRV sind, so die Griechen in Deutschland. Und so haben auch ihre Vertreter reagiert. Was kann man denn gegen die CRV tun? Das ist eine sehr langwierige Diskussion und bis jetzt scheint die CRV einen besonderen Dynamismus zu haben. Ich glaube, so einerseits muss man viel Bildung machen. So die Leute und besonders die jüngeren Leute müssen wissen, was die Ideologie von CRV heißt, was Nationalsozialismus heißt. Sie müssen verstehen, wie das Problem von Migranten verursacht wird und welche Lösungen es geben kann, können. Und dass so die Migranten kein Ursprung des Böses sind, das müssen auch die Jugendlichen verstehen. Ansonsten finde ich so die politische Arbeit und Solidaritätsarbeit sehr wichtig. So können die Leute in den Straßen arbeiten, mit anderen Leuten zusammen und sehen, dass Griechen und Migranten zusammenarbeiten können für eine bessere Zukunft, auch für Griechenland. Und dass so die Nazis keine echte Alternative bieten können, nur Hass und so Zerstörung. Vielen Dank, Dionysios Randas.